Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Warum das Kamel sich jetzt gerade selbstständig macht, weiß ich nicht. Aber wir sind schon in der Nähe von unserem Zielort. Und ich muss hier mal eben kurz meine ganzen Sachen wieder aufstellen, weil hier ist nämlich gerade was runtergefallen. So. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir waren in der Nähe vom Zielort und zwar ungefähr 100 Meter entfernt, wo ich mich ausgelockt hatte. Und jetzt bin ich wieder 500 Meter entfernt. Ich habe keine Ahnung warum, aber offenbar hat das Spiel nicht so wirklich gut gespeichert. So, meine Stimme hat leider auch nachgelassen nach der letzten Aufnahme von Disney Dreamlight Valley. Entschuldigt bitte, ich hoffe, ihr könnt trotzdem soweit noch alles gut verstehen. Schauen. Ich hoffe, dass hier keine Wachen sind. Ich meine, es ist eine Stadt. Eigentlich müssten hier Wachen drin sein, ne? Ich hoffe es nicht, aber... Oh ja, doch da oben ist zum Beispiel schon mal eine. Oh, und direkt dort über mir ist auch eine. Ich brauche noch ungefähr 100 Meter. Geh auf Erkundungsflug. Also, wenn ich es schaffen sollte, links irgendwie reinzukommen oder hier reinzukommen, muss ich mich relativ weit links halten. Hier sind überall welche auf den Dächern. Das ist natürlich wieder Mist. Ich könnte theoretisch auch, weil das sehr weit außen ist... Ja, theoretisch könnte ich übers Wasser dahin. Ich würde sagen, dass ich das mal versuche. Ich hoffe, dass die mich jetzt hier hinten noch nicht sehen, dass es weit genug weg ist. Flamingos. Oh, ist das schön. Ja, davon mache ich nur eben Fotos. Tut mir wirklich leid, aber das habe ich natürlich... Das werde ich wahrscheinlich nie wieder sehen hier im Spiel, deswegen... So, ich versuche also mal komplett über außen hier rüber zu kommen. Komm, schwimm einfach. Mal gucken, ob jetzt hier direkt einer steht. Zeigt er mir zumindest nicht an. Oh, doch, da hinten sind welche. Ist nicht der eleganteste Weg, um hinzukommen, das muss ich zugeben. Aber was soll ich machen? Ich meine, das ist so ein dämliches System hier, um das Kopfgeld wegzubekommen. Sonst brauchte man halt immer nur zu warten und da war es weg. Was ja auch in der ersten, nee, zweiten Folge, glaube ich, war es super geklappt hat, als ich so viel Kopfgeld hatte. Aber jetzt offenbar nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, ob das einfach nur verbuggt war. Dass man es ja eigentlich nicht machen durfte. Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, ist hier gerade einer rübergekommen? So, hier scheinen keine Wachen zu sein. Basim? Du bist es wirklich? Nihal. Ich... Ah. Sag nichts, Sadiki. Es tut mir so leid wie dir. Ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich dir. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Ja. Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war. Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger leben, mehr arbeiten. Woran? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern.
Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Ich weiß nicht mehr wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Ja, aber natürlich ruft die Pflicht. Hör schon auf. Ich werde es im Kopf behalten. Wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter. Du sorgst dich wirklich um jeden, oder, Basim? Wir sehen uns dann. Der Orden der Ältesten ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan brütet sicherlich schon einen Plan aus, um sie auszumerzen. Und vielleicht sollte ich mich etwas genauer mit Nihals Besessenheit beschäftigen. Wie es scheint, versucht Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Haribon! Ich wollte jetzt erstmal in Ruhe zuhören und nicht dieses dumme Gelaber von den Leuten hier um mich herum hören. So, wir haben wieder was freigeschaltet. Nihal erwähnt eine kurze Nachricht. Eine Oase nördlich der Dünen von Dur Kurigal zu. Die Frage ist, kenne ich die schon? Das ist doch... Ja, das ist abgeschlossen. Ich wollte gerade sagen. Okay, dann würde ich sagen, dass ich das jetzt weiter verfolge. Finde die versteckte Stätte. Ist die eingezeichnet? Nein, ist sie nicht. Ach, halt doch einfach mal die Klappe. Dünen von Dur Kurigal zu. Hier oben sind Dünen. Da unten sind auch Dünen. Da sind auch Dünen. Gut, wir sind in der Wüste, ne? Wir sind hier umgeben von Dünen. Also rein theoretisch könnte das überall sein. Das ist komplett dieser Stadtbezirk. Da sind die auch nicht drin. Ja, eigentlich müssten wir entweder mal hinreiten oder tatsächlich mal den Adler fliegen lassen in der Richtung. Ich werde mal schauen, wo ich diese Dünen finden kann. Wo bin ich denn? Ich bin ganz links. Okay. Ich werde mal schauen, wo ich die Dünen finden kann. Und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu, wenn ich weiß, wo es überhaupt hingeht. Bis gleich. Das muss die Oase sein, die Nihal im Sinn hatte. Nördliche Oase? Moment, was haben wir denn da? Eine Oase nördlich der Dünen. Achso, die Dünen haben wir nicht gefunden, aber die Oase haben wir gefunden anscheinend. Ja, cool. Dann kann ich euch jetzt nochmal kurz zeigen, wo wir eigentlich sind. Und zwar, kann ich gerade nicht rein- oder rauszoomen? Doch, jetzt. Wir haben uns ja vorhin noch hier oben ungefähr befunden und ich bin jetzt hier diesen ganzen Weg einmal durchgeritten. Ich habe festgestellt, dass man hier diesen ganzen Bereich offenbar nicht betreten kann, weil das dieses, ja, ich sag mal, Flackern, dass diese Umgebung nicht existiert sozusagen, symbolisiert. Stimmt, hier ist eine Oase, das ist richtig. Aber ich wollte eigentlich mal kurz zu diesem Aussichtspunkt hier oben reiten, um, wenn denn mein Kamel hier runterkommt, um da denn mal eben... Lass mich mal kurz absteigen, mein Kleiner. So, wir sind jetzt keine Wachen oder so. Um da denn mal eben die Gegend zu erkunden und ein bisschen mehr freizulegen. Das war eigentlich mein Plan, aber dass wir dadurch jetzt natürlich komplett an dieser Oase vorbeireiten, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber cool. So, dann klettern wir hier erstmal an die oberste Spitze, wie wir es gewohnt sind, wenn er denn klettern würde. So, hier ist auch noch was zum Einsammeln und etwas zum Synchronisieren. Sehr schön.
Wichtiger Ort entdeckt. Was für einen Ort haben wir denn entdeckt? Offenbar gar keinen. Oder? Nördliche Oase, die hatte ich ja vorher schon entdeckt. Kann ich hier runterspringen? Kann ich, sehr schön. So, dann schauen wir mal. Befindet sich nördlich der Dünen. In dieser Oase, an dieser Oase. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wie stand das da drin? Erwähnte in ihrer Nachricht eine Oase nördlich der Dünen von... Ja. Gut. Ist jetzt ein bisschen dürftig. Da hinten ist jemand. Es scheinen aber normale Arbeiter zu sein. Oh ne, doch nicht. Das sind doch nicht nur normale Arbeiter. Das heißt, die werden wahrscheinlich... wieso bin ich jetzt hier nicht unsichtbar? Doch jetzt. Wir sind allzeit bereit. Nicht? Komm, komm. Na gut. So viel zu deiner Beförderung. Komm zu mir. Komm zu Mama. Einen Moment. Stehen bleiben. Ist der andere? Achtung! Jemand ist da, wo er nichts zu suchen hat. Meinst du? Komm. Komm zu Mama. Hier hin. Komm noch ein bisschen. Kein Grund, sich aufzuregen. Wir sind nicht allein. Augen auf. Genau, wir sind nicht allein. Die Außerirdischen sind auch da. Ich bin ein Außerirdischer. gut. Das waren jetzt aber anscheinend die... das ist was Rotes. Die einzigen Wachen, wollte ich gerade sagen. Ah, nee, das sind nur diese Dinger, nehme ich mal an, ne? Was ist das? Eine Nachricht? Das frage ich mich auch gerade. Wenn ich denn hinkommen würde, heißt das. Oh, kletter doch mal. Al Ghuls Brief. Wir brauchen mehr Arbeiter bei der südlichen Stätte. Unterbrecht die Grabung und bringt sie so schnell wie möglich zu mir. Ich halte die Augen offen. Bis wir eine Möglichkeit gefunden haben, die Kammer unter der Oase zu erreichen, sollten die Scherben nicht unbewacht bleiben. Art Taben werden sie jederzeit bei sich tragen. Okay, also unter der Oase ist eine Kammer. Was siehst du, Enkidu? Ja, reicht es, wenn ich da einfach reinschwimme oder wie? Echt jetzt? Wir versuchen es mal, ne? So, 22. Okay. Junge, du hast nicht mehr so viel... so viel Luft, also schwimm schneller. Das ist ein ziemlich langer Weg. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wenn ich in Spielen sterbe, ist es meistens unter Wasser. Oh. Ich frage mich, wo das hinführt. Nee, echt? Ich dachte, das wäre dir egal. Hier geht's weiter. Okay. Ja, wieso kann er hier nicht tauchen? Okay, das ist anscheinend eine Sackgasse.
Jetzt bin ich verwirrt. Da hinten ist zwar Eingang, aber ich denke mal, das ist der Eingang. Kann man da hoch? Nicht wirklich, ne? Weil da oben ist ja offenbar kein Wasser. Hier kann man auch nicht rein. Ja, ich bin ja jetzt einmal komplett bis hier durchgetaucht. Ich kann jetzt auch nicht. Nee, ne? Der zeigt mir vermutlich jetzt hier auch nichts Verstecktes an oder so. Ach so. Da geht's hoch. Aha. Ja, dann können wir wieder zurück. Das sind Spinnenweben. Das ist eklig. Als nächstes sagen die noch, dass ich jetzt hier Riesenspinnen oder sowas gleich als Gegner kriegen werde. Das wär's noch. Was für ein Zauber ist das? Es muss doch eine Möglichkeit geben, ihn aufzulösen. Jetzt wird's aber mal so richtig. Enthülle die Geheimnisse der Grabkammer. Gesammelte Scherben 0 von 10. Moment, das sind 5, 8, 9, 10. Achso, das hat was damit zu tun. Ich habe nicht genug. Ich brauche noch ein paar mehr dieser Scherben. Okay. Also es sieht aber auf jeden Fall so aus, als ob man hier ein cooles Schwert bekommt. Die Frage ist nur, wo soll ich die Scherben denn herholen? Gibt es da irgendeinen Hinweis drauf? Also, diese uralte Stätte scheint von einer Art Energie gefüllt zu sein. Der Orden hat unter seinen Mitgliedern Scherben verteilt. Ach so. Ah, okay. Ist das doof. Kann man hier auch wieder raus? Nee, da muss ich den ganzen Weg nochmal. Ah, ist das doof. Das heißt, ich muss quasi. Ist das jetzt eine Nebenaufgabe, wenn man so möchte? Oder haben wir denn noch eine andere Aufgabe überhaupt? Nee, das war eine Nebenaufgabe. Melde dich bei Roshan. Ja, dann würde ich eigentlich eher sagen, dass ich erstmal das mit Roshan mache, weil wir nicht wissen, bei welchen Ordensmitglied oder wo überhaupt die Ordensmitglieder sind. Es ist natürlich, wir haben jetzt hier auch keine Übersicht mehr, ne? Fällt mir gerade so auf. Wir haben nur die Fertigkeitspunkte. Kodex, Datenbank, Hauptmann, Konzentration und so weiter. Aber wir haben keine Übersicht mehr, keine Liste mehr mit den Ordensmitgliedern. Ja, jetzt haben wir aber ein Ordensmitglied doch schon gestellt. Was ist denn mit dem eigentlich? Das war ja der hier. Wieso haben wir von dem keine Scherbe bekommen? Das finde ich jetzt aber doof. Ja, so oder so würde ich sagen, dass wir uns dann erstmal wieder im Hauptquartier treffen. Dass wir dann hier zum späteren Zeitpunkt weitermachen, weil wir halt, wie gesagt, die erstens nicht wissen, wer die Ordensmitglieder sind und zweitens nicht wissen, ja, wer von denen halt eben diese Scherben hat. Das ist ja doof. Ja, das heißt, ich werde mich jetzt erstmal wieder hier raus aus dieser Höhle machen, auf den Rückweg. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Hauptquartier der Assassinen. Bis gleich. So, jetzt kommt der schwierige Teil. Ich muss irgendwie dahin kommen, ohne dass die Wachen mich sehen.
Nein, bis zu den Mauern komme ich noch. Aber die Frage ist, wie komme ich dann weiter? Das war auf die andere Seite. Da sind schon mal zwei. Oh, da sind auch schon wieder zwei. Eieiei, ich hab's ja geahnt. Wieder reinzukommen wird nicht ganz so leicht wie rauszukommen. Da oben ist auch jemand, oder? Ja. Boah, nee, jetzt komme ich da. Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Naja, gut. Hier ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen Wasserweg, wo ich reinkommen kann. Das ist schon mal gut. Ich bin nicht da, ignoriert mich einfach. So. Da ist was, was explodiert. Ich komme ja gerade im Bezirk rein, der nicht so gut ist, glaube ich. Oh, da hinten stehen zwei Wachen. Oh, geh bloß nicht da hoch, ey. Mein Gott. Der ist mir aber nicht nachgekommen jetzt, ne? Okay, der guckt in die andere Richtung. Siehst du, das ist der Mann auf der Zeichnung? Nein, ist er nicht. Jetzt springen, komm. So, das schaffst du. Boah, dass der immer 3 Stunden braucht, um dann irgendwo mal runterzuspringen. Hau einfach ab, Junge. Hau einfach ab. Sonst muss ich dich hier umbringen. Habe ich zwar keine Probleme mit, aber... Der geht jetzt hinten durch. Och, hallo, beweg dich doch mal. So, hier steht jetzt auch wieder einer. Oh, ist das nervig. Und daraus besteht die Hälfte meiner Spielzeit. Das ist das Schlimme daran. Oh, da unten stehen Wachen. Ich muss da runter. Oh, da hinten ist auch einer. Aber ist der oben oder unten? So.
125 in die Richtung. Gehen wir hier einmal hoch. Zack. Ich muss da hochkommen. Oh, das ist gut. Ja, kletter hoch, komm. Kletter hoch. Nein, nicht zur Seite. Kletter hoch. Du kannst ja hier nicht hochklettern. Oh, was ist denn das jetzt für Mist? Wieso komme ich hier nicht hoch? Guten Tag. Keiner da. Okay, umso besser. So. Ich müsste einmal hier rum. Und genau auf das Gebäude, wo eine Wache davor steht. Oder? Oder steht da einer drin? Wieso ist da ein Roter drin? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wir gucken mal. Gepriesen sei Allah. Er sei gepriesen. Gut, dass du wohlauf bist. Gepriesen sei Allah, der erste von vielen noch kommenden Erfolgen. Das können wir nur hoffen. Es gibt noch viel zu tun. Während wir auf El-Khul konzentriert waren, suchte Fulad in aller Stille nach Orten für weitere Bruderschaftshäuser. Ich habe in drei Bezirken höchst unauffällige Behausungen gefunden. Tabit und Rifka sind aus Alamut gekommen und auf dem Weg nach El Abbasia und El Kach. Ich breche bald nach Asharqiya auf. Und ich schließe mich Rifka in El Kach an, wo Bestechlichkeit so normal ist wie trockene Luft. Sprich mit Abu Jafar über die Dinge, an denen er arbeitet, und dann komm zu uns. Sieh dich um, Basim. Ich habe vielleicht etwas, das dich interessiert. Ja, und was möge das sein? Lerma, ein kleiner Sprengsatz, der Wachen von Basim fortlockt. Kann zu einer Waffe gemacht werden. Okay. Das sieht nicht schlecht aus. Hilfsmittel freischalten. Die Frage ist jetzt... Achso, freischaltbare Hilfsmittel 1 steht oben links. Okay. Falle, eine nicht tödliche Annäherungsmine, die Gegner für längere Zeit umwirft. Kann tödlich gemacht werden, hört sich auch sehr gut an. Eigentlich schon besser als das hier, weil 10 Meter. 4 kann man haben, 7 kann man haben, naja gut. Weil die dadurch nämlich erstmal gestunt sind. Dann eine Rauchbombe, alchemistische Fiole, die eine dichte Rauchbombe, welche die Sicht versperrt. Wäre für mich nicht unbedingt schlecht, würde ich mal sagen. Damit ich besser entkomme. Blaspfeil, ein lautloses Geschoss, das Ziele zum Einschlafen bringt. Kann angepasst werden, um zu vergiften oder Ziele in Rage zu bringen. Also die Falle gefällt mir im Moment ehrlich noch am besten. Oder eben, wie gesagt, die Rauchbombe, um mich selber zu schützen. Wirkungsbereich 4 Meter ist natürlich nicht viel. Die Gegner für längere Zeit umwirft. Hört sich auf jeden Fall gut an. Kann auch tödlich gemacht werden, das ist schon mal gut. Ich würde sagen, ich nehme das jetzt erstmal. Hallo? Ja? Deswegen das sollte mir dienlich sein. Vielen Dank, Ahmad. Ich bin Abu Jaff. Du scherzt. Von Zeit zu Zeit.
Bis später dann, Abu Jafar. Pass auf dich auf. Du auch, Basim. So, von Zeit zu Zeit scherzen wir also. Was anderes kann er aber nicht machen, ne? Schön, dich zu sehen. Konnte er nicht auch die Sachen Hilfsmittel freischalten, verbessern? Wenn du das irgendwie besser machen kannst. Sieh dich um. Die Frage ist nicht... Oh, da brauchen wir aber echt viel von. Okay, die können wir nicht verbessern. Die können wir definitiv auch nicht mehr verbessern. Was ist denn mit dem Licht? Kann man das... Nö, das kann man auch nicht verbessern, ne? Sonst noch was? Nee, dann gehen wir mal. Bemerkenswert. Meinen größten Dank. Auf bald. So, neuer Fall. Kopf der Schlange. Oberhaupt des Ordens. Oberhaupt. Oha. Müssen wir uns jetzt direkt mit dem Boss hier anlegen? Oder wie sehe ich das jetzt hier? Montur des Eingeweihten von Almut. Rest habe ich jetzt gar nicht mehr lesen können. War ja klar. Okay, Nachforschung. Schauen wir doch mal. Ich kann wieder nichts bewegen. Der Kopf des Ordens. Ein Hinweis bestätigt, dass es in Bagdad einen Kopf des Ordens der Älteren gibt. Setze deine Nachforschung fort und enttarne die Ordensmitglieder, die in den Bezirken Bagdads arbeiten, um mehr Hinweise zur Identität dieses Oberhaupt des Ordens zu erhalten. Okay. Jetzt kommen wir hier so langsam ans Eingemachte. Hm? Was sind das denn jetzt hier wieder für Sachen? Bruderschaftshaus, finde Fulda und sprich mit ihm. Okay, Bruderschaftshaus, ein anderes. Suche Rivka im Bruderschaftshaus auf. Also wir müssen verschiedene Bruderschaftshäuser aussuchen. Okay, gelange schon zum Bruderschaftshaus. Ja gut, unser erster Stützpunkt in Bagdad, das ist klar. Geheimnisvoller Brief, eine Schwerttänzerin und Söldnerin. Nimm dir den Brief. Was ist denn das? In Bagdad gibt es ein Oberhaupt, ja. Super. Also wenn wir den Brief finden, wenn ich das hier richtig sehe, dann finden wir wahrscheinlich noch ein weiteres Ordensmitglied. Ich würde fast sagen, dass wir das als erstes verfolgen. Also mittlerweile haben wir jetzt so viel, was wir hier verfolgen können. Das ist ja jetzt schon wieder grausam fast. Unsere Welt. Da wollte ich mal eben gucken. Nimm den Brief. Ach, der ist hier, oder was? Ah, okay. Dann lesen wir uns den noch mal kurz durch. Ein Hilfegesuch von Marjana, der Tochter von Ali Baba, ein Händler, unermesslich reich. Was könnte die Tochter eines berühmten Kaufmanns wollen? Da steht, ich soll sie vor den Toren von Bagdad treffen. Ah, das ist bestimmt das DLC mit den Räubern von Ali Baba oder wie das hieß. Das wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Ja, Hinweis entdeckt. Ah, das ist jetzt doof, das ist jetzt doof. Nee, das werde ich jetzt natürlich nicht machen. Das ist das DLC, was ja eigentlich sozusagen danach kommt, also für danach ist. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu den anderen. Gelange zum anderen Bruderschaftshaus. Unser Versteck im Gelehrtenviertel. Das sollte dann ja eigentlich sichtbar sein, genau. Das ist 600 Meter von hier entfernt. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das so, dass ich als nächstes zum Bruderschaftshaus gehe. Und das ist alles voll, okay. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut, weil eigentlich war ja die Aufgabe, diese Sache mit der Oase da herauszufinden. Was wir ja leider noch nicht machen können, sondern wahrscheinlich dann erst am Ende machen können, wo wir es nicht mehr brauchen. Dann kriegen wir ein super geiles Schwert und dann können wir das Spiel beenden, weil wir dann nämlich alles durchgespielt haben. Das ist so die Befürchtung, die ich jetzt gerade habe. Ja, mal schauen, ob es wirklich so wird, wie ich es annehme. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo es um Feuer und Weisheit geht. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.